Meine Herren, für den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Strafprozessordnung ist die Mehrheit hier in der zweiten Lesung bei den Abstimmungen unbestreitbar gewesen. Knapp, aber unbestreitbar. Und die Minderheit gegen den Entwurf ist es auch. CDU, CSU haben es verschmäht, der Mehrheit zu folgen. Sie wollten SPD und FDP scheitern machen. Und das, ja, das weiß ich, dass Sie das noch beglatschen, werden Sie noch einmal sehr kritisch betrachten. Denn wenn es so ist, dass wir in schweren Zeiten leben, diejenigen, auch wenn man sie nicht mag oder nicht liebt, scheitern lassen zu wollen an einem Punkt, von dem sie dann bei ihrer Art zu dramatisieren wissen müssen, das würde dann alle zum Scheitern bringen. Das ist eine Philosophie von unserem Staat, die ich mir nicht zu eigen machen werde. Sie haben es verschmäht. Sie wollten SPD und FDP scheitern machen. Sie haben abgelehnt, was nach Auffassung der Mehrheit zu einer wirksameren Bekämpfung des Terrorismus getan werden kann und soll, bei gleichzeitiger Bewahrung dessen, was rechtsstaatlich und freiheitlich in unserem Staat ist. Bei uns hat eine Minderheit der Fraktion sich eine separate Stellungnahme zur Vorlage vorbehalten. Die Fraktion der SPD hat sich in langen Diskussionen bemüht, zu klären, worum es geht insgesamt. Sie respektiert es, dass einige ihrer Mitglieder nicht mit der Fraktion stimmen, obwohl keines dieser Mitglieder Terrorismus unterstützen oder verharmlosen will. Sie bedauert, dass einige aus Motiven, die ganz anders sind als die Motive, aus denen heraus die CDU, CSU die Vorlagen ablehnt, durch ihre Stimmen Gelegenheit gibt, an ihren Motiven herumzudeuteln. Das müssen sie mit sich selbst abmachen. Und damit aber die Haltung der Sozialdemokraten als Partei in Deutschland und hier im Deutschen Bundestag in ein falsches Licht zu bringen. Das haben wir zu tragen. Die Koalition der SPD und der FDP ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie wird nichts versäumen, die Bundesrepublik Deutschland fähig zu erhalten, dem Terrorismus zu widerstehen. Die Opposition hat versucht, die Schwierigkeiten sich zunutze zu machen und die Regierung der sozialliberalen Koalition zum Scheitern zu bringen. Die Opposition hat die Änderung der Strafprozessordnung abgelehnt, statt sich dazu durchzuringen, über eigene konstruktive Beiträge selbst etwas dazu zu tun. Ja, sicher. Nein, nein. Sie haben alles immer nur abgelehnt. Sie waren nicht bereit. Sie waren nicht. Ja, das haben wir abgelehnt. Aber Sie haben selbst dann, wo es auch nach Ihrer Philosophie einen Schritt zu tun gäbe, abgelehnt. Es gab bei Ihnen nur Nein. Ich will Sie mit keiner anderen Partei vergleichen, die sich ganz entsprechend verhält. Ja, das haben wir vorher gesagt. Aber was hat Sie denn und was hat das damit zu tun, dass Sie Schritte zur Verbesserung der Bekämpfung des Terrorismus ablehnen, bloß weil Sie nicht Ihre großen Stiefel anhaben? Meine Damen und Herren, die Stunde ist vorgerückt. Ich hatte hier keine Rede, die klassische Rede zur dritten Lesung zu sein hätte halten wollen. Ich habe mich hier gegen Beschuldigungen, die der SPD angehängt werden, ausgesprochen. Und
Ich muss Ihnen sagen, Sie werden das bald noch im Traume sagen. Und dann denkt vielleicht bei jemand Ihnen im Haus, es wäre ein Papagei, wenn Sie dauernd diesen Namen sagen, den Sie da so vor sich hin plappern. Ich sage Ihnen nicht, sehen Sie mal, ich weiß, womit zu ringen ist, verehrte Herren, und ich weiß, dass man das mit gutem Gewissen tun kann, wenn man zugleich zu verstehen versucht, was die, mit denen man ringen muss, eigentlich bewegt und manchmal in manchen Beziehungen lähmt. Das gehört zu meinem Handwerk. Mehr bin ich zurzeit nicht mehr imstande zu tun. Aber der Republik wegen, die heute so in ein seltsames Wortspiel hineingeraten ist, und der Partei, die angetreten ist, nach dem Zweiten Weltkrieg ein Deutschland zu schaffen, das die Wiederholung der Schrecken der Vergangenheit ausschließt, tue ich das. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Soweit, verehrte Zuschauer, unsere heutige Debattenübersicht. Wir wollen der Aussprache über die Terrorismusbekämpfung am nächsten Sonntag einen zweiten Teil widmen, in dem unter anderem für die damalige Opposition Alfred Dregger und für die Regierung Bundeskanzler Helmut Schmidt zu Wort kommen. Gleichwohl möchten wir Ihnen schon heute das Ergebnis der mit Spannung erwarteten Abstimmung über den Regierungsentwurf zur Änderung des Strafrechts nicht vorenthalten. Es fiel mit 245 gegen 244 Stimmen für den Entwurf denkbar knapp aus.